Herzlich willkommen. Mein Name ist Dörte Lang-Nepustil. Mein Name ist Ulrich Nepustil. Wir unterrichten im zweiten Semester des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen das Fach Technische Mechanik. Das Modul besteht aus drei Themen. Die Vorlesung mit Übungen beschäftigt sich im ersten Teil mit der technischen Mechanik und hier aus Zeitgründen mit der ebenen Statik starrer Körper. Im zweiten Teil geht es um die Festigkeitslehre. Und parallel dazu gibt es alle zwei Wochen die Übung CAD. Wie passt das alles zusammen? In der technischen Mechanik berechnen wir die wirkende Beanspruchung, also die Kräfte und Momente, die bei vorgegebenen Belastungen auf ein Tragwerk oder Bauteil wirken. Hier ist uns die Form und das Material der Bauteile noch egal. In der Festigkeitslehre berechnen wir dann die Widerstandsfähigkeit der Bauteile, Abhängigkeit vom Werkstoff, der Gestalt und von der Dimensionierung. Wir lernen hier die Beanspruchungsarten kennen und können den Festigkeitsnachweis führen. In CAD lernen Sie die konstruktive Ausgestaltung der Bauteile und Baugruppen mit einem CAD-System. Wenn wir ein Tragwerk entwickeln, müssen wir es konstruieren, die Einzelteile dimensionieren und die geeigneten Werkstoffe auswählen. Alle drei Bereiche gehören also zusammen. Mit diesem Modul wollen wir Ihnen also ein wichtiges Grundverständnis der Technik vermitteln und einen Einblick in das Arbeiten mit CAD-Systemen geben. Wir freuen uns auf Sie.